Jupp, und wir haben das letzte Mal hier bei dieser schönen Beachparty aufgehört und folgen jetzt mal unserem Team. Und ich habe ehrlich gesagt... welches Haus? Hallo, was suchen Sie da? Was? Alter, Vater, könnt ihr aber aufhören, ihr alle durcheinander zu quatschen? Ich verstehe gar nichts. Krass, hier sind wirklich viele Leute unterwegs. Los jetzt. Tyson wirft gleich das Seil ab. Was? Welches Seil? Ach so, na klar, der ist ja da oben. Hey. Schönes T-Shirt, schönes Hemd. Gibst du mir das? Hey, ihr Spackos. Los, komm. Du musst ihn wegwerfen, Mann. Ach nee, ist eine Wunderkerze, echt jetzt. Alter, muckt ihr rum? Mist, das Feuerwerk geht gleich los. Dann los. Genau, verpisst euch lieber, ihr kleinen Spacken. Mit euren Wunderkerzen. Da ist der Van. Was? Wo ist der? Da ist der Van. Ja, ich sehe. Okay, ich gehe ran. Moment, Sekunde. Los, wir haben es eilig, Boomer. Ich weiß. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich meine ja nur, wenn mir gleich 1 Million Gallonen Wasser auf die Birne knallen 200.000. würde... 200.000. Oder 200.000 Gallonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich meine ja nur... Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist da auch ein Sandwich drin, oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring das hinter uns. Das ist bestimmt einfach nur Hundescheiße in der Tüte. Ich sollte oben beim Brecher sein. Willst du etwa tauschen? Na, ist schon okay. Viel Spaß. Dankeschön. So, zum Aufzug gelangen. Alter, das ist aber hoch. Nimm das Packhaus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Es gibt mehrere Eingänge. Wie viele Leute braucht man denn? Hä, aber was ist jetzt das Seil? Ich hab's noch nicht ganz geschnallt. Habt ihr's geschnallt? Und Haupteingang. Und viele Wachen. Aber echt mal. Ich hab's noch nicht gerafft. Warte mal, die können wir ja alle machen hier, ne? So, Flossen hoch. Zack. Sehr gut, vielen Dank. Damit hätten wir die Wachen schon mal alle gemacht. Aber, hä, ich hab's irgendwie noch nicht ganz gecheckt. Obwohl, was macht denn er? Eben den Kopf hier im Beton gegossen, jetzt die Beine. Es ist irgendwie... Ihr, mit euch bestimmt doch was nicht. Oh, guck mal da. Da hätten wir einen. Wir müssen ja auch einen Typen wieder... gefangen nimmt. Das ist der hier wahrscheinlich. Yep. Kelly. Ich schnappe dich, Kelly. Das ist auch gut, ne? Also, ganz ehrlich, wer hat dieses Sicherheitssystem erfunden? Oder? Ne, ich dachte schon, hier wären irgendwie mit Metalldetektoren. Nur an der Seitentür nicht. So, wie macht man das? Wie mache ich das jetzt? Warte mal, ihn lenkt mal ab. Das kriegen wir hin. Das war schlecht. Jetzt gucken sie alle, oder? Auf jeden Fall guckt er auch da oben. Oh oh. Scheiße. Oh oh. Okay, ich nehme jetzt fest. Ich nehme jetzt ganz schnell fest. Ja, alles gut. So, und wieder raus. Macht's gut, ihr Luschen. Ich wollte jetzt einfach nur noch die Punkte haben, denn ich habe gesehen, wir brauchen nicht mehr so viel, dass wir eben im Level aufsteigen. Und das fand ich jetzt gut. Das fand ich jetzt irgendwie wichtiger als alles andere. So, jetzt holzen wir uns mir ein bisschen durch.
du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, nicht mich überfahren. Mach mal auf. Yep, echt große Scheiße hier. Stehen alle neben Ben. Durchgeholzt. Aber irgendwo da drin ist noch einer, der auf mich schießt, oder? Da. Noch zwei. Ich finde aber auch diese P90, die wir hier gerade haben, ist die P90, oder? Hat sich Blödsinn. Die lädt schön schnell. Alter! Alter! Das sind ja viele. Krass! Krass! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die auf der anderen Seite auch noch kommen. Mit einem Van. Heilige Scheiße, sind das viele. Puh. Dann ist vielleicht doch besser, wenn man... Ach so, in das Parkhaus, na gut. Ah, das war schon mal gut, das hat funktioniert. Alter! Mhm, so viel dazu. Das ging schon mal wieder voll in die Hose. Aber egal, wir benutzen jetzt trotzdem das Parkhaus. Aufpasser. Haben wir jetzt eigentlich trotzdem die Punkte bekommen? Alter, hier hinten ist auch noch einer. Hier hinten sind sie auch noch. Sieh mal an. So. Jetzt könnte man ja theoretisch einfach reingehen, ne? Oder? Nee, so einfach wird es nicht. Doch, tatsächlich. Wir können einfach reingehen. Ah, da ist was. Jetzt kommt hier... Nee, das ist unsere Dame. Was ist denn das da? Ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt nicht gucken. Ah, jetzt wissen sie nicht mal, wo wir sind. Man kann auch von hinten rein. Das ist natürlich eine gute Sache. Hallo. Ja, das ist die Frage, ne? Wo bin ich? Na, du sollst nicht rennen, Mädchen. Oh. Da ist er. So, den müssen wir jetzt leider Gottes abknallen. Scheißegal. Wir müssen jetzt hier irgendwie überleben. Das ist die... Was haben wir eigentlich noch mit? Ah, das Medipack. Das hätte ich natürlich auch nutzen können. Ich depp. Ja, du sollst abknallen. Ja, ja, ja. Ich pass schon auf. Ich pass schon auf, Mädchen. Pass du auf dich auf. Kommen sie von der anderen Seite. Wir haben keine Muni. Und ich habe natürlich auch nichts mitgenommen. Keine Muni-Box. Das ist schlecht. So. Jetzt können wir aber wechseln. Wir haben ja diese andere Waffe. Alter Falter. Das sind aber auch echt viele jetzt. Ah, die Waffe ist auch nicht schlecht. Die macht ordentlich Schaden. Okay, ich drück mal. So, einmal kurz gedrückt. Da kommen die nächsten. Und wieder zurück. Das sind anscheinend unendlich viele. Vermute ich jetzt mal. Was? Wo bist du? Einer ist noch da. Oh, hi. Damit hätten wir alle. Mit meinem Kopf in sein Gemächt gedrückt. So. Nee, warte mal. Hier haben wir gerade noch Muni bekommen. Nehmen wir das nochmal. Nehme ich doch gerne mit. Irgendwelche Munition passt anscheinend hier in meine P90. Ja, ja, jetzt kann ich hier rumlaufen, Leute. Jetzt ist alles egal. Kann ich hier noch irgendwas scannen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Nö. Mal hier. Okay. Den Code kann ich doch knacken. Keine Ahnung, kannst du das? Der Aufzug ist auf. Ah, deswegen kam der gerade nicht. Okay. Er hat einfach mal seine ganze Hand aufs Touchpad gedrückt. Und damit den Code deaktiviert. Sehr gut. Wir hätten auch von oben reingehen können oder was. Oh, das sind natürlich echt Möglichkeiten, die mir hier geboten werden. Und ich habe es halt einfach verrafft, ne?
mit der Holzhammer-Methode hier durchgegangen. Das ist natürlich... Ja, da hätte man natürlich noch ein bisschen mehr machen können, als einfach durchholzen. Aber, naja, das Spiel gibt uns die Möglichkeiten und Gottverdammt, wir spielen es auch schwer. Das heißt, wir haben uns jetzt ja nicht allzu blöd angestellt, oder? Ah, gerade ist mein Schlückchen getrunken. Die Wachleute feiern hier eine Party. Okay, dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Sag mal, was hast du als Kind früher am 4. Juli gemacht? Naja, Hot Dogs gegessen, Feuerwerk und so. Und du? Tyson, wir sind auf 20. Tja, sie interessiert es nicht wirklich, was wir da gemacht haben. Ich bin von einem Eckbüro. Oh, das sind aber echt viele. Die könnten wir auf jeden Fall alle drei dingfest machen. Hier haben wir schon den nächsten. Zack, das ist Starness. Mr. Starness. So, wo sind sie denn hier, meine Besten? Erinnert mich auch so ein bisschen an Stirb langsam hier, oder? Das ist gut gemacht, gefällt mir echt. Gute Nacht. Oh oh. Okay. Hier oben sind wir, glaube ich, jetzt erstmal sicher. Erinnert mich echt an Stirb langsam. Hier so ein Hochhausgebäude. Erstmal ruhig vorgehen und dann ist die Action voll im Gang und man niedet alle um. Geil. Also ganz ehrlich, ich kann die große Kritik an diesem Spiel überhaupt nicht verstehen, um ehrlich zu sein. Achso. Also ich finde es einfach echt gut. Nicht nur gut, ich finde es sehr, 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 sehr gut. Herausragend vielleicht nicht, aber schon sehr, sehr gut. Wo ist denn der jetzt hin? Okay, ich gehe mal runter. Zack. Ganz leise. Okay, der kommt. Den kriegen wir, wenn er vorbeigeht. Alter, schubst mich, die schubst mich, die schubst mich. Mann, Mädchen. Schubst mich doch nicht. Die hat mich einfach vorgeschubst. Haben wir einen nächsten. Der wird auch nicht von anderen beobachtet. Das heißt, von hinten kann man den eiskalt eine verpassen. So. Da waren es nur noch 1, 2, 3, 4, 6, 6. So, die teilen sich auf. Ich versuche mal, den hier einzeln auszunocken. Ah, wir haben wieder ein bisschen Muni bekommen. Laden wir aber durch. Der kommt hier drüben hin. Okay, wo guckt er denn hin, der Beste? Versuchen, ihn mal dahin zu locken. Was war das? Ah, gar nicht so verkehrt. So, Flossen hoch, Genosse. Ja, ja, kein Problem. Ja, ja, alles klar. Halt die Fresse, Mann. Dein Gesicht, hör auf den schönen Teppich. Du bist jetzt der neue Staubsauger. Du bist der neue Dyson. Nicht Tyson. So, hier gebe ich mal kurz rein. Alles nochmal gut gegangen. Heilige Scheiße. Hier möchte ich aber auch nicht runterfallen. Oh, oh. Okay, sie haben mich gesehen. Beziehungsweise die Leiche da vorne. Das heißt, wir machen den jetzt alle. Und dann heißt hier... Der ist hier sicher noch irgendwo. Vorschlaghammer! Erstmal den hier. Sehr gut. Shit! Er hat einen Alarm ausgelöst. Dieser Hund. Da ist er. Seh dich doch. Kacke. Ah, verdammte Scheiße. Oh, guckt euch das an, da unten links. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie viele da kommen? Alter Verwalter. Okay, also da darf man, denke ich, nicht den Alarm auslösen. Ansonsten... Boah, muss man hier direkt vor dem Fahrstuhl hocken und alle fertig machen, weil... Boah, das waren echt viele. So, ich versuch's nochmal. Leise jetzt. Zack. Nummer 1.
So, das können wir wieder scannen. Ach nee, es ist schon. Ist wieder eiskalt. Zack. So, jetzt kommt sie gleich wieder runtergerannt. Und schubst mich hier nach vorne. Zack. Damit hätten wir dich auch. Hände hoch. Brauche ich hier nicht sagen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass die anderen dann eher alarmiert sind. Zack. Wir könnten natürlich auch diese Alarmdinger mal deaktivieren. Ne? Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, wenn ich hier schon direkt daneben stehe. Was ist da oben? Was bringt mir das denn? Aktiviert er? Ist das nicht... Das ist nur, oder? Nee, das ist nur ein Lautsprecher. Wir müssen bei dem Elektroteil, da dürfen sie nicht hinrennen. So, wie der Wind. Da ist auch noch einer. Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. Der ist oben drüber. Okay, dann ziehe ich mich nochmal zurück. Dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite lang. Wenn ich Freiheit malen müsste, sehe mein Bild genauso. Der scheint oben zu sein. Okay, der ist noch nicht da. Der kommt aber gerade. Schnell wieder hoch. So, der ist irgendwo hier drüben. So, wo bist du? Da ist er. Da haben wir ihn doch. Okay, ich schreie jetzt nicht rum. Den kriegen wir einfach so, oder? Aber das sind zu viele da unten. Zack. Das sind zu viele. Guckt euch das an. Nein, auch wohl, das sind genau drei. Ne? Und auf der anderen Seite ist auch drei. Wie macht man das? Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich probiere es mal. Keine Bewegung! Vergiss es einfach. Okay, das war kacke. Ja. Komm, komm, komm. Okay, okay, okay. Die versuchen jetzt natürlich alle dahin zu rennen. Wir müssen das Ding einfach nur aufhalten. Die dürfen nicht diesen Alarm aktivieren. Alles nochmal durchladen. Den hole ich mir. Ich kaufe ich mir. Sehr gut. Oh, Leute. Leute. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, er wäre im Eckbüro, oder? Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt jetzt. Ich habe es mir echt ein bisschen anders vorgestellt, aber es ging nochmal gut. Aber ich habe jetzt auch keinen anderen Ausweg gesehen, als jetzt hier mit einem brachialen Hammer mal durchzugreifen. So, da gucken wir doch mal da rein. Hey, los, komm her. Hier. Mittagessen von Boomer. Mann, ich habe seit bestimmt 8 Tagen keinen Bruch mehr gemacht. Hey, ist das auch das richtige Rohr? Aber klar. Und ihr beide, seid wahnsinnig. Ich habe es immer noch nicht geschnallt. Also irgendwas jagt er jetzt in die Luft. Irgendwas wird ganz, ganz groß in die Luft gehen und mit Wasser überspült oder sowas, oder? Habe ich das richtig verstanden? Und wir werden wahrscheinlich diese... Das Penthouse hängt an diesem Privataufzug. Und wir werden wahrscheinlich mit dieser Leine, die er da gespannt hat, diesem Stahlseil nach unten rutschen. Gut, dass wir ihn nicht hacken. Oder? Was gibt's hier noch? Oh, geil. Schönes Partyspiel, Festivalspiel. Finde ich gut. Was ist hier? Hast du nur eine Tür? Aber da oben hat es noch vibriert. Ich gucke noch einmal ganz kurz hin. Was ist hier? Oh, ganz viel Bier. Mann. Leute, Bier und Pizza. Ihr wisst aber auch, wie man eine richtige Party feiert. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Hier hat es doch vorhin vibriert gehabt, oder nicht? Hier muss noch irgendwas sein. Hm, oder auch nicht. Wir suchen das Chefbüro. Was ist denn hier? Ja. Was hat der? Ach so, durchsuchen. Was haben wir denn? Versetzungsbescheid. Ach ja, leck mich am Arsch. Will ich jetzt nicht wissen. Habe ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Was muss ich denn jetzt machen? Wo ist sie denn? Ach, da hoch. Entschuldigung, ich war schon wieder abgelenkt. Gehen wir mal hoch. Geradewegs hoch.
Ah, ich glaube, das ist das Büro, was sie meinte. Ach komm, es prickelt mir jetzt schon ein bisschen den Finger. Ich möchte jetzt schon den Versetzungsbefehl lesen. Was hat er denn? Wir haben es ehrlich gefunden, von daher. Versetzung nach Chicago. Das war's jetzt. Dorf schickt seine Handlanger los, damit sie das Chicago PD ausbilden. Ich habe so das Gefühl, dass kein gutes Ende nehmen wird. Für niemanden. Transkript, bla 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 bla. Ja, schön, aber... Also Leute, ich stocke hier ab und zu mal mit dem Lesen, denn es scheint hier wirklich gerade die Sonne wieder genau auf dem Fernseher. Und ich sitze halt auch mal gute 3 Meter davon weg. Und es ist manchmal schwer zu lesen. Das auf dem Foto ist Dawes Frau. Was? Das da? Das da! Dankeschön, Scanner. Foto von Dawes Ehefrau. Hey, hat Dawes seine Mails offen gelassen? Aha. Dawes Frau. Ja. Haben Sie ein bisschen? Hat er die Mails offen? Das können wir gerne mal gucken. Ja, hat er. Aber... Aha. Du musst tun, was du tun musst. Ich muss to get you once, okay. Berg markiert. Was? Ach, jetzt auf einmal geht's doch. Dawes wollte keinen loswerden. Er hat bekommen, was er wollte. Eine von Dawes an Rock. Diese Namen, ey Leute, ich finde es furchtbar. Gesendete E-Mail. Er gab offenbar sein Einverständnis zu Kangs Ermordung. Vielleicht ordnete er sie sogar an. Und mit Rocks und Luths neuer Beziehung war er wohl auch einverstanden. Mhm. Kannst du das kaputt machen? Tatsächlich. Geil. So. Das ist der Turm, wo wir gerade drin sind. In wenigen Sekunden. Auf damit. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, ja. Wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen, das habe ich gemacht. Was hast du jetzt davon? Sag ganz ruhig, Kai, das klappt schon. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Tja, da muss ich dir wohl jetzt vertrauen. Ich bin gespannt. Wollen wir es wirklich tun? Mit Viereck, Sprengsatz zünden. Und dann, also sie haben Atemmasken auf. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit viel Wasser passieren, Leute. Aber das sehen wir das nächste Mal. Tschüss.